Tja, begrüße euch zum nächsten Trailer heute am 6.1.2023. Vorab nochmal, das habe ich jetzt hier seltenst erwähnt, alles letzten Endes ohne Gewehr, weil ich da nicht vor Ort bin, weil ich zum Teil auch, ja, vielleicht auch jetzt im Detail, jetzt gerade wissenschaftlich, jetzt vielleicht auch nicht die Ahnung unbedingt habe. Und weil wir ja wissen, dass viel berichtet werden kann, das ist nochmal für mich wichtig hier, dass ihr wisst, dass ich euch das reinbringe, aber dass es dann an euch liegt, da noch weiter zu recherchieren, beziehungsweise das entweder für bare Münze zu nehmen oder das in euren Bauch oder in euer Herz mit aufzunehmen, je nachdem, was es damit anrichtet. Aber wir wissen ja trotzdem, wohin die Reise geht, gehen soll. Wenn das jetzt hier stimmt, dass da hier ein wichtiges Gutachten zur Untauglichkeit des PCR-Tests abgehalten worden ist oder erstellt worden ist, ist das ja schon erfreulich. Diese Professorin kenne ich natürlich auch nicht. Wie jetzt U-Watch draufkommt, kann ich natürlich auch wieder nicht sagen. Im Nachhinein, keine Ahnung, wie viel von diesen Drecksdingern da durchgeführt worden sind. Natürlich vielleicht auch wieder ein kleines Mosaiksteinchen, das der Aufklärung dienen könnte, respektive das dann auch Konsequenzen nach sich ziehen könnte. Aber okay, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen, aber es gibt natürlich noch ein paar andere Sachen, wie ihr es ja gewohnt seid bei VK, BitChute, Odyssey und Rumble, wobei Odyssey seit gestern Abend da nichts mehr hochgeladen werden kann. Im Moment kann auch nichts gepostet werden und nichts hochgeladen. Entweder ist es ein technisches Problem oder sie sind vielleicht sabotiert worden oder, aber auch einer Spekulatius, auch nach Weihnachten ist es noch ein Spekulatius vielleicht. Und dann sehen wir uns vielleicht auch gleich wieder. Ja, tschüss einfach.